darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen in der MEWA Arena. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Bayern München. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Alle Freunde des Konterfußballs dürfen sich heute freuen, oder Buschi? Ja, das ist sowas wie Ihre Spezialdisziplin. Das können Sie richtig gut und das wollen Sie natürlich auch heute wieder zeigen. So gehen es die Bayern also heute an. Sven Ulreich steht im Tor. Konrad Leimer spielt mit Alphonso Davies in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Kurz zum FCB, Buschi. Wenn du ganz spontan drei Spieler nennen müsstest, die den Club geprägt haben, welche wären das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Also wahrscheinlich gibt es in jedem Jahrzehnt mehr als drei Spieler, die mir einfallen würden. Aber so für die Clubhistorie, für die wirklich prägenden Figuren, da fallen mir dann wirklich drei Namen ein. Und ich glaube, das geht jedem Fußballfan ganz genauso. Sepp Maier, Gerd Müller und natürlich Franz Beckenbauer. Da trennt er ihn vom Ball. Das macht er gut. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke wird ausgeführt von Sané. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Oh, viel Pech. Was traust du Harry Kane heute alles zu, Buschi? Vor dem Tor, kaum zu bremsen. Das ist oft einfach nur... Goretzka, gehalten, war nicht einfach. Er muss sich lang machen, aber dann kommt er noch an diesen Ball. Sané bringt die Ecke rein. Balleroberung. Jetzt gibt's einen Einwurf. Mit Auge. Da sehen wir den Ballverlust. Und da hat er Platz. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Coman. Musiala ist das. Schön dazwischen gegangen. Chance zur Führung. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Gefahr bereinigt. Edmílson Fernández. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Kane. Jetzt nochmal die Bayern. Da ist Sané in der Mitte.
Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Ballverlust durch Jamal Musiala. Thomas Müller. Harry Kane! Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür braucht es schon eine ordentliche Schusstechnik. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Gelavogi. Und da ist der Ball wieder weg. Coman. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit. Und der Abschluss passt auch. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Thomas Müller. Auf dem Flügel ist Platz für Mainz. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Jetzt kommt der Wechsel. Ecke wird ausgeführt von Sané. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Sané. Versucht per Volley. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen. Müssen sie cleverer machen. Also das ist ja kein Problem. Da ist Sané in der Mitte. Da können sie erstmal klären. Jetzt der Steilpass. Verteidigt er den Ballbesitz. Ist das der Anschlusstreffer? Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Nachspielzeit, eine Minute. Alphonso Davies. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Tolle Leistung bislang von Harry Kane. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Mit einer deutlichen Führung von Bayern München geht sie nun weiter diese Partie. Mal sehen, ob sie nach der Pause an die bisherigen Leistungen anknüpfen können.
De Ligt. Davis. Coman. Mainz am Ball. Harry Kane. Harry Kane. Müller. Er steht gut, er ahnt den Ball, macht sich lang. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Da kommt die Ecke. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Ecke kommt in die Mitte. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Wiedner. Marco Richter. Die Mainzer versuchen es, jetzt vielleicht. Mit tollem Timing, ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben. Und das hatten sie sich anders vorgestellt, Platzverweis. Und wir sehen ja den Spielstand, jetzt wird es eng. Und zwar ganz eng, rote Karte, unfassbar. Also ich weiß nicht, ob sie das noch drehen können. Gleich wird hier ausgewechselt. Sané kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Sané. Ballverlust Sané. Ja, starker Pass. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Sie haben den Ball, aber bekommen Sie ihn auch raus? Goretzka. Coman. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er kann dieses Duell gewinnen. Das macht er sicher. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Jetzt die Ecke. Sie spielen erstmal raus. Wichtiges Tackling hier. Goretzka. Konrad Leimer. Choupo-Moting. Leroy Sané. Da ist die Flanke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Zieht einfach mal ab. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Die Bayern wechseln.
10 Minuten sind noch zu absolvieren. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Choupo-Moting. Da haben die Bayern Platz. Keine echte Torgefahr. Torhüter muss nicht eingreifen, der Ball fliegt über das Tor. Zwei Minuten werden nachgespielt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.